Beweg dich, Kleine. Steh da nicht so nutzlos rum. Wie wir beide das Ding anfallen. Wetter, Wetter! Ah, das ist keine Verteilerkappe. Mir das wird ein A ins Gesicht gedrückt. Haben Sie das Flugzeug abgeschossen, zu dem wir getaucht sind? Oh, Patronenhülsen. Mir wird ein A in die... Das ist ein A. Das ist aber auch ein A. Ein Riesen-A. Ein Riesen-A. Ah, jetzt nicht mehr. Das ist kein Riesen-A mehr. Gott, das triggert mich, dass die alte tot ist. Warum? Warum war ich so blöd? Ja, warum hast du mich verfolgt und sahst so scheiße dabei aus? Entschuldigung. Du bist halt von mir weggerannt. Ja, die Person, die erst erstens die Tür nicht schützt. Mit dem Bart an Kim wollte ich nichts zu tun haben. Oh. Setz, komm weg. Ich will. Ich sehe deinen Hals. Toll. Oh, das sieht aber auch sehr zerschossen aus. Mhm. Die hat aber dann, großen Popo. Oh ja. Ja, danke, Max. Bei der wäre ich auch nicht traurig. Aber wir wollen ja so viele wie möglich retten. Ja, einer ist hier schon weg. Einer will ich ja schon auf dem Gewissen. Conrad kannst du von mir aus auf dem Gewissen haben. Julia, bitte nicht. Warum nicht? Ich mag sie. Darauf? Echt? Ja, nee, ich mag die. Ich finde die arrogant. Ich mag keine arroganten Leute. Das liegt nur daran, dass du sie so spielst. Ich glaube. Oh, du, die ganze Szene vorhin, wo die alleine gequackelt hat, habe ich aber nicht gespielt. Ja, ja. Alter. Ich glaub... Rede, die ist nur schön. Ja, ja. Ja. Oh nein. Oh nein. Ah, diesmal habe ich mit gerechnet. Oh, da glitzert was, da glitzert was. Ich glitzert was. Okay, ich muss lesen. Anweisungen für Gas. Mappa. Hey, hilf mir mal bitte. Danke. Miau. Ich glaube, da geht's nach oben. Miau. Schon. Hilf mir mal. Alter, ich will die Scheiße lesen. Ich hab noch nicht mal gesehen, dass da irgendwas ist zum Lesen. Ich hab gesagt, ich lese dann mal. Ja, da hat ich schon längst geklickelt. Wir können ja noch mal runtergehen, wenn das geht. Wahrscheinlich nicht. Nee, Conrad rennt schon weiter. No. Wir müssen es ja eh noch mal spielen irgendwann. Was? Du hast vorhin gesagt, du spielst das nicht noch mal. Ich weiß. Na toll. Okay, dann gucken wir mal, ob wir noch mal runterkommen. Nein, können wir nicht. Ach, verdammte Kacke. Kannst du das von hier oben nicht antatschen? Hier geht's auch nicht weiter, oder laufe ich hier wieder irgendwo gegen? Ich nee. Besser freuen. Ich, weißt du, ich dachte, ich hätte früh genug gesagt, so, ich lese das mal. Dass Papa da irgendwas anklickt. Davon hat Papa mir nichts gesagt. Ich habe frühzeitig mit Scheiß gesagt. Ich hab doch gesagt, da glitzert was, ich muss klicken, komm weg. Ey, vor allem frage ich mich gerade, auf einmal hat sie Schuhe an, die waren da wohl alle barfuß. Wo kommen die Schuhe her? Weiß ich nicht. Okay, hier geht's back up. Kann ich sie runterfallen lassen? Nein. Nein. Hm. Sehr schade. Dafür gibt's ja die Treppe. Treppe. Treppe ist langweilig. Treppe kann ja jeder. Teppich oder Teppich nicht? Da scheint doch gleich was an der Scheibe. Oder auch nicht. Das ist dunkel drinne, da gehe ich nicht rein. Ihr spinnt doch wohl. Ich bin ein Mädchen, ich habe Angst im Dunkeln. Nein, nein, nein. Hey, ey, komm. Also, so schlecht war da nicht, oder? Treppe ich oder treffe ich nicht? Ich bin nicht gut. Weißt du, ihr macht ständig eure scheiß schlechten Witze, ne? Und mache ich mal eine. Dann ist der gleich abgrundtief, oder was? Verstehe ich nicht. Vielleicht kommen wir hier durch. Einer mit der Tür helfen? Nö. Ach nee, A drücken. Mapa, vielleicht solltest du mal A drücken. Muss ich mich alleine quälen, diese scheiß Tür aufzumachen? Ja. Selbst ist die Frau.
Kein Kommentar. Du sagst auch bei den schlechten Witzen. Nein, einfach nein oder aus. Ja, aber ich mache sie nicht so oft. Ich mache sie ja nicht oft. Was war das denn jetzt? Das kann man mir doch auch mal gönnen. Ich mache nie schlechte Witze. Ich mache noch nicht mal gute, aber ich mache auch nie schlechte. Weil ich kann sowas nicht. Sowas passiert immer mal. Oh Gott, da sitzt jemand. Ja, okay. Der ist tot, der hier in der Ecke so hockt. Obacht! Nein, 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 nein! Okay, du darfst lesen. Danke. Pass auf, das muss ich gar nicht lesen. Ah doch. Ich bleib auch extra stehen und bewege mich nicht. Das ist super. Im Logbuch steht was von einem Sturm. Okay, Morgseegang. Nimmt Wellen bis zum 6 Meter Höhe. Keine Schäden gemeldet. Nachmittag. Wetter verschlechtert sich weiter. Wettervorhersage ebenfalls. Die Crew hält sich gut. Morgen. Wind erreicht Sturmstärke weiterhin zunehmend. Außergewöhnliches Wetter. Mehrere Blitzanschläge in OM. Wie auch immer. Jedoch ohne größere Schäden. Schiff nimmt etwas Wasser. Doch die Lage ist unter Kontrolle. Navigator der Wassertiefe als einschätzbar. Okay, was? Du hast fertig. Ich habe fertig. Warum muss ich dahin zur Leiche? Weil ich hier was anderes Blitzendes habe. Passiert nur nichts, hä? Verarschen? Oh Gott. Ach so, eine verschlossene Tür. Ja. Oh je, will ich wissen. Oh, ich kann den Toten nicht mehr ankrabbeln, schade. Okay, jemand, der sich selbst tötet. Wo hast du das Bild gefunden? Da. Da. Will mir das auch angucken. Ach, der. Genau der. Ja, müssen wir beide die... Hat er eben auch nochmal angezeigt vor. Ja, wahrscheinlich. Zumindest sofern wir ja halt in einem Ding sind. Die Tür ist auch verschlossen. Falls du da gerade hin bist. 4 Stunden spielen wir schon. Eieiei. Oh. Und wieso hast du schon wieder auf Pause gedrückt? Weil ich wissen wollte, wie lange wir schon spielen. Aber ich mache auch gleich weiter, keine Angst. Keine Panik. Sag mich doch, ich sehe das doch bei mir. Dann kann ich das sagen, wie lange wir spielen. Stimmt, auch wieder wahr. Habe ich gerade gar nicht drüber nachgedacht, dass du erst angefangen hast. Als, na und so, okay. Ja. Frag ruhig. Ja. Und wie lange spielen wir schon? 4 Stunden, 3 Minuten und 10 Sekunden. Ah, scheiße. Dann haben wir es ja bald. Oder auch nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Na, stimmt auch wieder. Ich mach gleich weiter, keine Angst. Ja, ja. Ganz ruhig. Ich hab's nicht eilig. Ich auch nicht. Ich hab's auch nicht eilig. So. Ist deine Ansicht. Dann kann ich da wieder rüber. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Huch. Also die Tür rechts ist zu, wo ich war, und die bei dir ist auch zu. Gerät? Ja, ja, wir müssen hier durch. Papa? Ja? Kannst du bitte da hinkommen, wo ich bin? Ich habe Angst. Wo bist du denn? Ja, hier hinten. Bei dem Bild? Ja, und dann geradeaus weiter. Ach da. Okay.
Hui, hi. Hallo. Den wird das hier anklicken. Jetzt. Das ergibt keinen Sinn. Wieso nehmen die so eine komische Route nach San Francisco? Sieht so aus, als wollten sie sich anschleichen. Ein Versteckspiel. Auf dem Ozean. Okay. Das Bermuda-Dreieck? Sehe ich gar nicht. Oh, ich habe was zum Lesen. Warte mal, ich gucke mal kurz nach. Ich habe das Handy. Nee, Bermuda-Dreieck müsste bei Hawaii irgendwo, glaube ich, liegen. Ja, ich guck trotzdem einfach mal. Ich meine zwar auch, dass es da irgendwo liegen müsste, aber... Ja, gucken schadet ja nicht, ne? Extreme Bewölkung. Sie hatten keine Ahnung, wo sie waren. Zum Lesen. Bin gleich wieder da. Ah, okay. Huch. So, jetzt. Bermuda-Dreieck ist da, dann. Hier ist das Bermuda-Dreieck. Fertig. Ich weiß, wo das Bermuda-Dreieck ist. Na? Siehst du im Stream da, wo meine Maus ist? Ja. Hier ist das Bermuda-Dreieck. Genau hier. Bei Brasilien da, hinten. Da ist Florida. Genau hier. Ah. Also zumindest auf dieser Karte. Also nicht das. Also ne, Florida. Hier ist der Golf von Mexiko. Und hier ist direkt das Bermuda-Dreieck. In der Ecke. Jetzt müssen wir mal, wo wir nicht hinreisen. Sonst sind wir ja auch noch Bermuda-Dreieck verschwunden. Wobei ist das Bermuda-Dreieck nicht einfach nur ein Mythos? Beziehungsweise einfach nur ein Ort, wo verdammt viele Stürme einfach so auftauchen? Und es halt einfach nur erzählt, worauf da unheimliche Dinge passieren. So, rein. Keine Ahnung, aber irgendwo muss dieser Mythos ja herkommen. Ja. Man sagt doch, dass man vom Spiegel, wenn es dunkel ist, nicht dreimal Bloody Mary sagen soll. Trotzdem erscheint da keiner im Spiegel. Gar nicht im Spiegel. Ja, mein, das springt halt, wenn ich reingucke. Aber eine Bloody Mary erscheint da trotzdem nicht. Ich nehme an, das, was ihr glitzert, hast du gelesen. Wenn er bei dir gleich was passiert, ne? Nicht zu fassen. Das Ding funktioniert echt noch. Er wartet uns der fünfte Tag. Ja, es geht. Die aktuelle Lage wird sich frühestens am kommenden Donnerstag ändern, wenn ein Tiefdruckgebiet aus dem Osten herauszieht. Also erstmal ist es sowieso recht schwierig, zu Bermuda-Dreieck zu kommen. Und zweitens... Ich glaube, das ist einfach nur der Ort, wo recht viele Stürme entstehen, die dann halt zum Land hin passieren. Mehr passiert auf dem Bermuda-Dreieck einfach nicht. Sowas wie Geister und sowas, das gibt's mal nicht. Hey, es sei denn, man glaubt da halt dran, aber in meinem Fall halt hallo? Wirklich nicht. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Okay, also wir... Hey, für mich ist das einfach nur ein Mythos. Ein aber wie oft kommt man sowieso zum Bermuda-Dreieck? Unsere Position 12 Grad und 30 Minuten Süd. Woher weiß sie das? Grad, 20 Minuten West. Woher weiß sie das? Holen Sie uns schleunigst hier raus. Wiederholen. Wir sind auf einem alten Frachter. Mehr habe ich nicht. Bitte, kann uns irgendjemand da draußen hören? Bitte, bitte, komm! Nein, verdammter Mist!
Ich bin mute, weil ich was erklärt habe und nicht in die Szene rein. Hey, also, Leute, bei dir mit in die Szene reinreden wollte. Damit wenigstens bei einer Szene der komplette Sound drauf ist. Wow. Reicht ja, wenn ich in meine Szene reinrede. Hey, schau mal. Wenn wir zusammen unterwegs sind. Deswegen habe ich gerade in die Szene reingeredet. Also bin Vielleicht ich gemutet. Können wir da unten irgendwo den Strom wieder zum Laufen bringen. Wir brauchen Strom für das Damit ich währenddessen reden kann. Hier beim Funkgerät warten. Weil wegen Chat und so. Ich mit wir haben ja eh die gleiche Szene. Ich gehe, natürlich. Ich schaff das. Ich sollte runtergehen. Hey, kleiner Bro. Was gibt's? Ich glaube, ich sollte dich befördern. Wie klingt Medium, Bro? Was soll denn... Wovon redest du? Du hast dich bewiesen. Und das voll in der Schusslinie. Der Vergleich hinkt mächtig. Nicht, wenn die Metapher der Knaller ist. Bin beeindruckt. Ehrlich. Yo, Ghetto-Faust! Was Wenn du dir sicher bist, ich glaube, du packst das. Ich komme mit. Hey, was? Julia, nein! Von mir aus geht. Beide. Viel Spaß. Du kommst besser mit mir. Okay. Du und ich, Bro. Ja, genau das meinte ich halt, Alfred. Gut, ich hab's jetzt nicht so ausführlich erklärt wie du, aber ja. Wir meinten beide halt das Gleiche, ne? Wie gesagt, ich... Da passiert halt nichts, außer wie gesagt, ja, wie du jetzt schon sagst, Stürme und... Ne, durch die Stürme, weil da ja auf Felsen sind, gerade ein Schiff in Seenot. Also... Pff. Alles klar? Ne? Irgendwas gebrochen? Alles okay bei euch? Aber Geister. Mir geht's gut. Und was jetzt? Papa trifft eine Entscheidung. Ich suche den Generator, damit wir das Funkgerät kriegen. Wir warten hier beim Funkgerät. Also, es ist halt so übermittelt worden, weil man sich das halt nicht anders erklären konnte. Eben. Es gibt ja so vieles, was halt noch ne, überliefert ist. Wenn man dran glaubt, also ich habe gegen niemanden was, der halt wirklich dran glaubt. Dann los. Weil man so glaubt man, was man will. Es gibt ja auch Leute, die glauben an Gott, es gibt Leute, die glauben an gar nichts, es gibt Leute, die glauben an Geister, an Hexen, an Valhalla. Sieht aus wie der untere Bereich des Schiffs. Jeder soll an das glauben, was er will, aber wie gesagt, ich spreche von mir persönlich, ich glaube da halt einfach nicht dran. Ich sehe das relativ... Ich weiß nicht, sagt man da rational? Nee, doch. Realistisch, oder? Realistisch, nicht rational. Oh, also, diesmal ist der Tresor offen. Ich bin in dem Raum, wo ich aufgewacht bin. Also wie ja gut. Also wie gesagt, ich glaube halt an sowas einfach nicht, weil... Wobei ich halt trotzdem von solchen Sachen hier halt Angst habe. Aber... Ja. Ich weiß ja, dass es nicht ja, echt Kitty, ist. Ja, Kitty, da bin ich voll bei dir. Ich habe da so meine Erfahrung, aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Muss man ja auch nicht. Wie gesagt, deswegen sage ich ja, jeder soll das kommen, ne? Was, ne? Das will. Ein gewisser Joe. Ich habe da vorher auch nicht dran geglaubt, aber ich habe gewisse Erfahrungen gemacht. So, ich habe wieder was zum Lesen. Ah, ich auch. Dann lesen wir beide gleichzeitig, okay. Geht's auch. Karma. Karma is a bitch. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, wer dir jetzt die Angst gemacht haben sollte. Womit? Das Einzige, was Kitty gesagt hat, ist, dass er an das Paranormale glaubt. Es ist nicht bewiesen, dass es das gibt. Ich sage, es gibt's nicht. Und bei einem Horrorspiel dabei zu sein, wenn man vor so solchen Sachen Angst hat, ist etwas kontraproduktiv. Also meine Meinung ist jetzt nicht böse gemeint, aber dann ist das Spiel zum Zugucken das Falsche. Aber wie gesagt, ich verstehe jetzt auch nicht, wer dir jetzt Angst gemacht haben sollte, weil das ist halt nichts passiert. Wenn, dann müsstest du es einmal bitte erläutern.
was du jetzt meinst. Sag mal, bin ich zu blöd, diesen Knopf zu halten? Scheinbar. Aber wie gesagt, dann halt bei einem Horrorspiel dabei zu sein, ist halt echt... Ja, aber deswegen bitte ich ja um Aufklärung. Weil ich möchte halt ja wissen, warum, was der Auslöser dafür ist, das schlimm zu finden. Wenn man es sagen möchte, wenn nicht, dann natürlich nicht, aber deswegen sage ich das ja. Streiterei. Also, ne? Logisch, oder? So, The Brick, Woche 27, Montag. Arthur Miller, Diebstahl, erster Tag. Haft in Müllers Spind. Wurden persönliche Gegenstände eines vorgesetzten Offiziers gefunden. Gegenstände sichergestellt und Besitzer zurückgegeben. Mittwoch, David Davis, unbefugter Zutritt, 2 Tage Haft. 10 Tage im Loch. Wow. Hörst du auf, mir einzureden? Wirklich total ausgerastet sein. Hielt sich ohne Zutrittsbefugnis im Frachtraum 3A auf. Eklatante Missachtung von Befehlen. Freitag. Was auch immer das die Abkürzung heißt. Louis Brent, Trunkenheit in der Öffentlichkeit. 1 Tag Haft. War während der Landgangs betrunken und legte ein für Angehörige der US-Streitkraft unangemessenes Verhalten an den Tag. Robert Reed, Trunkenheit in der Öffentlichkeit. 1 Tag Haft. War während des Landgangs betrunken. Legte ein für Angehörige. Das ist das Gleiche. Brauchen wir ja nicht dreimal lesen. Ja, fertig gelesen. Ja, ich habe 2 Zettel gehabt. Ah. Ja, ich war zu langsam. Oh. Unten im Safe steht das Geheimnis drinne. Die haben ein Halluzinogen getestet. Eine militärische Waffe. Ah, also gibt es keine Geister, das sind nur Halluzinationen. Mhm. Okay. Auch in Ordnung. Nein! Mal raus. Hast du das auch gehört? Es hat gepoltert. Nö. Ja, hab ich nicht gehört. Jetzt hab ich's gehört. Ich will hier nicht alleine sein. Ja, dann komm. Ich guck mir gerade ein Bild an. War vielleicht der Sohn von jemandem an Bord? Papa, komm bald zurück. Ach, ist das nicht da, wo diese komischen Ärzte waren? Warte. Hier bin ich aufgewacht. Stimmt. Hm, hier bin ich aufgewacht. Gut, dass du die Leiche untersuchst. Was hast du gefunden? Was zum Lesen. Name des Patienten: John Patterson, Rang Private, geboren in Rowlett, Texas, geboren am 24. Februar 1922. Rekrutiert stationiert Garland, Texas, Datum 2. März 1941, Gesamtdienst Army 3 Jahre, 5 Monate. Krankengeschichte. Diagnose: schwache Neurose, Untauglichkeit, ist nicht auf Fehlverhalten zurückzuführen und trat im Dienst auf. Bestand vor Rekrutierung: nein. Aktueller Zustand: diensttauglich, voraussichtliche Dauer in Zukunft, vorübergehend. Empfehlung: genaue Beobachtung, erneute medizinische Untersuchung in einer Woche. Bericht: heute habe ich Private Patterson auf der Krankenstation untersucht. Während der Visite litt er unter starken Angstzuständen, die mit den Anzeichen von Panik übereinstimmten, welche ich bereits während seinen Wachdiensten zu Anfang der Woche beobachtet hatte. Ich hatte Patterson heute zu mir bestellt, da ich glaube, dass seine Panik von eindringlichen und verstörenden Erinnerungen begleitet wird. Bisher konnte er seinen Dienst fortsetzen, da seine Symptome nach Beendigung seiner Wachtschicht stets nachließen. Er gibt an, dass solche Symptome für ihn sehr ungewohnt sind. Okay. Wo bist du hin? Hilfe, wo ist mein Papa? Wo bist du hin? Papa? Hier. Warte, was?
Mann, ich will nicht schon wieder das Bild anklicken. Das ist der Junge, weißt du noch, der Vorspann? Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. An das Balk. Einmal gerade rüber. Ich glaube, da geht's nicht weiter, ne? Also doch hier durch. Mhm. Mhm. Hey, sei froh, wir sind nicht alleine. Okay. Schau dir das mal an. Schau, da unten. Oh nein. Was ist? Der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Oh Gott. Hier sollte sich ein Generator finden lassen, stimmt's? Finden wir's raus. Stimmt's oder habe ich recht? Ich denke nicht. Die Leiter ist... Ich kann mich hier fallen lassen. Oh, Vorsicht, Pater, werd nicht leichtsinnig. Bist du okay? Ja, klar. Komm runter. Bist du irgendwie lebensmüde? Ja, yep. Ganz gewaltig. Ich bin ganz gewaltig lebensmüde. Das fragst du noch? Ja, toll. Und ich muss wieder nachmachen. Hm. Jo. Was ist? Oh, Gott, verdammt. Was ist? Hast du das nicht gesehen? Klar. Nein. Ach. Ich hab nichts gesehen, aber ich musste mich trotzdem erschrecken wegen der Musik. Okay. Ah, ich hab was gesehen. Nichts hat mich angegriffen. Erklärst du mir das? Das Schiff hat Schurei Gold an Bord. Aber das war überhaupt kein Gold. Giftiger Stoff. Und überall ist dieser Dunst, ja? Das ist vielleicht Mandschurei Gold. Und vielleicht atmen wir es ein und es lässt uns total ausrasten. Ja, das... Boah, weißt du das? Den Zettel hab ich gelesen. Seltsamerweise, nichts davon ist passiert. Gute Frage. Ich hab halluziniert. Die Crew hatte vor irgendwas panische Angst. Sie haben diese verrückten Dinge gesehen und dachten, sie wären echt. Mhm. Das... Ja, deswegen hast du mich auch erschossen. Jetzt, Entschuldigung. Du warst halt ein Zombie-Kind. Nur eine Theorie. Oh Mann. Wollt mich nur im Schrank verstecken, als Feiger so blöd. Dann mal weiter. Ich hätte ja nicht abdrücken müssen. Ich hätte es auch einfach so lassen können. Und den Quicktime-Event verstreichen lassen können. Du hättest ja auch vorher das Messer nehmen können, statt die Knarre. Ja, das konnte ich ja leider nicht beeinflussen. Motorenwerke von Linden, Rotterdam, Niederlande. Dieselmotoren, Nummer 1734, Jahr 1920. Geil. Geiler Stoff, ey. Diesel! Greta! Diesel! Diesel! I feeling Diesel! Diesel! Auf Feuer. Die Lampen leuchten zwischendurch mal. Gut, dass du das aussiehst. Ich dachte schon, ich hätte Hallos. Oh, während dem Spiel ja normal. Ja, ne? Hey, hier ist er! Klasse. Er läuft noch. Klar, dass der Strom dauernd ausfällt. Das Ding ist schrottreif. Leg den Schalter um und dann weg. Boah! Hybrid! Okay, gehen wir wieder hoch. Kleines Arschi. Hallo, wir sind zurück. Bitte kommen. Hören Sie mich? Hören Sie mich? Over. Wir wurden entführt. Wir alle. Und da sind wir. Immer wurde ich ihn nicht bringen. Alles gut. Alles gut. Over. Weiß, wann das ankommt. Dann, wenn es wieder Tag wird. Wie immer. Oder auch nicht. Früh morgens. 5 bis 6 Uhr. Wie immer in jedem Horrorgame. Ich hoffe schon. Nein, alles gut. Ich hab die Jumpscares ja gerade deswegen reingehauen. Bin ja selbst schuld. Oh Gott. Ich muss die ganze Zeit diesen scheiß Energy aufstoßen. Boah, widerlich. Guck mal hier. Hey, das Kreislaufgerät. Das haben die Fischer wohl von der Duke. Ja.
Ist es in Ordnung? Es hat vielleicht noch ein paar Minuten Luft. Lohnt sich das denn? Das hält uns doch bloß auf. Treff ja die richtige Entscheidung. Ja, wir nehmen es mit. Teile des Schiffs stehen komplett unter Wasser. Tout ce que tu racontes, c'est des conneries. Alors, ferme ta sale gueule de merde. Écoute. Écoute-moi. Ne... Fais pas ça. T'as qu'à... Oh, je t'avais dit de fermer ta gueule. Ah. Scheiße. Oh no. Ich fass die Leiche nicht an. Leiche. Ich fass die Leiche nicht an. Nee, ich hab was anderes. Wieder so ein Memo. Ich lese, bis gleich. Mhm. Ich hab nichts gemacht. Panik. Die Leiche ist weg! Oh mein Gott, die fucking Leiche ist weg! Hä? Das hab ich nicht gesehen. Die fucking Leiche ist weg! What the fuck? Die Leiche ist einfach weg! Ich werde euch finden! Ihr kleinen Scheiße! Die Leiche ist weg! Wo ist das Problem, all das Geld zu teilen, ne? Es muss doch wohl genug für alle da sein, mehr als genug! Ja, wir werden hier zusammen drin, oder? Ruhig, Braunes, ruhig! Ich hab so panische Angst, ey. Oh nein, ich schon Ach, wieder. Schon wieder. Lass dir mich lieber hier krepieren. Aber ich bin der Captain. Ich hab das Sagen. Und ich entscheide. Mappa! Entschuldigung! Ich war einmal zu schnell. Weißt du? Oh Gott, du hast mich erschreckt. Los, verriegel sie! Wir können ja nicht alles richtig machen. Fehler passieren. Alter, was ich gerade für einen Adrenalinschub hab, ne? Ohne Witz, ich werde danach nicht schlafen können, ne? Oh, meine Finger sind total nass. Meine auch. Der Controller ist schon richtig feucht.
Oh no. Entschuldigung. Oh. Und keiner von euch verwandelt sich hier. Ach der. Ich glaube, das war einer von den vernünftigsten von denen. Denkst du? Okay. Okay. Und keine Verwandlungen. Und Hände hoch. Sachte. Nein, nein. So doch nicht. Keine Verwandlungen. Hey, Mann. Wir wollen keinen Streit, okay? Wir wollen einfach nur hier weg. Möglichst an einem Stück. Tut mir leid, aber solange ihr atmet, habt ihr keine große Alternative. Ihr habt keine Wahl. Ah, nicht nochmal! Es verwandelt sich wieder! Was? Was meinst du? Bleib weg! Bleib weg von dem Dunst! Hey, da ist nichts, Mann! Dieser Dunst! Nicht einatmen! Halt! Was für ein Dunst! Was macht der? Er lebt! Macht Sachen lebendig, die es nicht sein sollten! Er ist jetzt drin! Hier bei uns! Jetzt! Hey, ganz ruhig, Mann! Hey! Ganz ruhig! Stopp! Stopp! Er ist in uns drin, nicht wahr? Hör mir gut zu. Ich verspreche dir, ich hab das nicht eingeatmet. Ihr habt ihn eingeatmet. Es passt ja gleich. So ging's der Tag. Was für ein Ding? Ach, Gegenteiltag. Ja, ich glaube bei ihm schon. Er hat zu viel geschnüffelt. Schnüffeln? Nebel oder? Ich bin mein Schatz. Schnüffeln? Ja, und zwar nicht am Klebstoff, du. Das ist sehr gut. Nein, ich meine, wir haben die Luft angehalten. Wir haben keinen Dunst in uns. Ach, wirklich? Ja. Ich weiß, ihr seid alle Taucher, aber das kaufe ich euch nicht ab. Wir sind hier unten, seit Stunden. Könnt ihr so lange die Luft anhalten? Haltet ihr sie jetzt auch an? Ach, Hybrid. Der Kunst ist in mir drin, oder? Er ist in mir, nicht wahr? Sehr, Max. Ich spüre, wie sich alles in mir dreht. Er verwandelt mich. Halt ihn auf. Irgendwie mag ich Nein, ihn. Mann. Da ist kein Dunst in dir, ich sehe das. Schluss! Lügt nicht! Ihr seht es doch alle in mir, nicht wahr? Ihr lügt doch alle! Der Dunst ist in mir! Lass mich von innen auf! Hey, ganz ruhig, tu es nicht. Hat leider nicht geklappt. Oh mein Gott. Ein Gegner weniger, ne? Da warst du nur einer, ne? Bis auf das unsichtbare Nichts. Gegen das wir hier eigentlich ankämpfen. Wo haben wir denn das Sauerstoffgerät gelassen? Ja, stimmt. Wo ist das hin? Gute Frage. Nächste? Es hat Beine gekriegt. Na toll. Das ist der andere. Wieso ist er jetzt plötzlich hier vor uns und nicht mehr hinter uns? Wie geht das? Ich bin woanders. Das? Ich bin bei Conrad. Wieso? Nein! Tu mir das nicht an! Ich mach das nicht, das macht das Spiel! Ich will nicht alleine gehen! Weißt du, was ich denke? Ich frag mich nur, warum Conrad jetzt runterspringt. Ich fürchte schon. Oh, ist das eine Nachtjacke, ey. Boah, ich will nicht allein sein.
Okay, jetzt sehe ich den Typen rennen mit dem Hammer. Oh nein, jetzt bin ich bei Conrad. Yay! Einmal tauschen, bitte. Hey. Oh, du bist Conrad und ich bin Brad. Na toll, und ich muss mich jetzt hier unten... Oh nein. Ich hasse auch nicht ich besser. Ich Ich auch. Wir müssen checken, ob alle okay sind. Scheiße, ist was passiert? Warte du hier beim Funkgerät. Ich frag mich, wo die Otze ist, wenn Conrad auf einmal da runterspringt. Ich hab die da nicht gesehen, die sollte da auch da bleiben. Ich hab's. Bitte nicht? Ich hab's verbockt. Ich bieg's wieder hin. Pass gut auf dich auf. Krieg ich schon wieder in irgendwelche Schächte. Also komm auch ja schnell zurück. Das Schlimme ist, ich muss ja trotzdem alleine gehen. Ich habe trotzdem keine Wahl. Ich habe mindestens Alex noch dabei. Mhm. Ich niemanden. Warte, ich brauche eine ganz kurze Pause. Gut, dann machen wir Pinkelpause. Ja, musst wobei, du auch machen? Nee, müssen muss ich nicht, aber ich brauche trotzdem... Dann warte ich, bis du so weit bist. Bei mir geht's noch. Ich habe gedacht, du wolltest jetzt Pinkelpause machen. Nee, ich brauche ein paar Sekunden jetzt zum Akklimatisieren. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, ich muss doch nochmal den Balkon aufreißen und das Licht ausmachen, damit die Mücken nicht reinkommen. Also ich bin so dezent. Scheiß auf die Mücken. Ich bin dezent fertig. Ich würde aber gerne durchspielen. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, glaub mir. Und das nächste Spiel steht ja schon parat. Für nächsten Monat. Mich auch. Oh, Schnucki. Es ist passiert nichts. Ich brauche eine kurze Atempause. Und zu zweit ist nicht ganz so schlimm, oder? Und zu zweit geht's. Da wir uns ja gegenseitig nur beeiern hier. Zu zweit ist es in Ordnung. Naja, wusste ich doch. Deswegen habe ich den Vorschlag gemacht, bevor du dich da doch alleine durchquälst. Und ich schaff's auch endlich, das Spiel zu spielen. Ja, stimmt. Boah. Ich kann in der Zeit mal kurz meinen Apfelmus aufessen. Mach das. Bevor er sich hier noch komplett verflüssigt. Könnt ja dann mal in meinen eigenen Stream reingucken, wa? Kanal, ist das richtig jetzt? Kommt drauf an, was du machen willst. Ich will bloß mal gucken. Gut, das mit Titel und Dings hat alles funktioniert. Aber. Das waren meine Zähne. Da steht hier, deine Biografie und Social Media Links hinzufügen. Mhm. Wer's braucht. Vielleicht für die nächsten. 11 Follower. Da müsste ich ja schon wieder irgendwelche Errungenschaften haben. Da. Benachrichtigung. Mein Kanal. Ja. Archiv mit abgeschlossen vor 3 Stunden. Archiv mit abgeschlossen vor 3 Stunden und 1 vor 5 Stunden. Geil, ne? Hup. Oh, ich habe schon wieder irgendwo ein Geschenkabo gekriegt. Echt? Vor 5 Tagen. Okay. Ich nicht. Ich krieg sowas nicht. Ey, ich habe 3 Zuschauer, ist das nicht geil? Ja. Aber ich glaube, auf Dauer ist das für mich nichts. Gerade wenn das jetzt... wenn das jetzt anfängt mit der Umschulung und alles, habe ich dafür gar keine Zeit. Da bin ich dann, auch nicht. Ich mal entspannt ein bisschen zocken kann, weißt? Ja, vielleicht, dass ich den mal zwischendurch anmache, wenn ich Bock habe oder so und dann hier Truck fahren. Ja, da Truck fahren. Ich habe mir heute ein YouTube-Video angeguckt für Snowrunner. Das sieht ja auch nicht schlecht aus. Habe ich schon von gehört. So mit Modder und Schnee und
Hab ich von also ich gehört, glaube, aber... das würde mir, glaube ich, auch noch zusagen. Da musst du die Landschaft aber alleine erkunden und die Aufträge denn kriegst du dann während der Erkundung und so. Musst dann Brücken reparieren und so weiter alles. Also sah so jetzt, was ich gesehen hatte, nicht schlecht aus. Ja, gut. Okay, komm. Machen wir weiter. Achso, ich muss ja erstmal das wieder umstellen hier. So, jetzt. Heieieiei. Hallalalala. Let's go. It's me, Mario. It's me, Luigi. Du weißt doch gar nicht, wo ich hin muss. Na, hier lang, hat er gesagt, nach oben. Ja, aber wo ist oben? Oder? Nee, jetzt hey, bin ich bei dir. Ach so. Echt jetzt, fuck ab. Ich will dich ins Wasser. Nicht sterben. Ich muss mit Brad tauchen, der kann nicht tauchen. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Oh nein. Fickt euch doch. Ich glaube, das ist eine ganz dumme Idee, die ich hier habe. Alter, das ist ekliges Wasser. Wie soll ich da die Augen offen halten? Ich habe Angst. Hörst du auf? Da war jemand. Weiß auch nicht, wo ich lang muss und ich bin unter Wasser. Hackelt! Okay. In diesem Moment kann ich definitiv sagen, ich will nicht mehr. Dass ich diesen Scheiß. Nee, jetzt ziehen wir durch. Ich habe so eine Fahnschance gerade. Weißt du, wenn wir zusammen rumlaufen, ne, geht das halt voll klar. Ja, aber wenn ich höre, du schreckst genauso auf wie ich, bin ich schon beruhigt. Ja. Schottentür bei Fahrt geschlossen halten. Leck mich. Das Schild habe ich gefunden. Und wo ist die Tür? Irgendjemand da hängt sich. Also schon wieder eine Vorahnung. Nein. Gefunden? Oh mein Gott, da ist ein Gastlangergang. Das war. Ich glaube, war das eine Vorahnung für Little Hope? Weil. Kann sein, dass da Dinger bei sind schon fürs nächste. Ja, so zwischendurch. Weil das Ding heißt nämlich auch Little Hope, was ich da gerade gefunden. Oh fuck. Oh fuck. Guckst du dir das nochmal an? Ich möchte das gerne mal in deinem Stream sehen. Ich kann es mir leider nicht nochmal angucken. Bei mir gibt es die Option ach, leider nicht. Auf YouTube kannst du es ja dann angucken. What the fuck? Warum habe ich das Gefühl, dass ich sterben werde? Warum sehe ich gerade nicht durch? Du bist bei mir gerade irgendwie. Ich habe dich zumindest gerade kurz gesehen, aber... Oh. Ui. Ja, ich habe eine Tür aufgemacht und jetzt schwillt da irgendwo Wasser rein. Ja, das ist alles zu mir geflossen gerade. Na schön, und ich habe einen Skillcheck verpasst. Mal wieder. Ich habe meinen Gott sei Dank bekommen. Ich glaube, ich bin ersoffen. Oh. Oh, oh. Über mir... Oh, nein. Ah, scheiße. Ah, nee, du lebst. Wieso habe ich jetzt eine Sonnenbrille auf zwischendurch? Was soll denn das? Nein, da ist das Gift drin.
Oh, no. Scheiße. What the fuck? Komm weg da! Schnell! Ja, würde ich gerne. Elektro und Wasser, das passt nicht. Fuck, nein, 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 geh aus dem Scheißwasser raus. Oder hier geht's. Oh, was, lauf! Oh, no. Noch nicht! Ich muss aus dem Wasser raus. Da ist ein Geist hinter. Da ist ein Geist hinter. Oh, Scheiße, ich glaube, ich sterbe. Oh nein! Scheiße! Verkackt. Nein, mach keinen Scheiß! Doch! Voll verkackt! Ich hab die Tür aufgemacht! Oh fuck, ich hab dich gekillt! Du hast mich gekillt, ja. Du hast mich, du hast mich erstmal durch zwei geteilt. So. Na gut, ich wollte sowieso, dass der Kill stirbt, also von daher passt das. Er hat aber die Verteiler in der Hand, Mann! Du hast mich literally einfach getötet. Ich denke, du kommst da noch raus. Wie denn? Ich hab mich da gerade geprügelt. Wie soll ich denn da rauskommen? Fuck. Papa hat mich auf Gewissen. Naja. Warum heule Smiley? Nee. Naja, jetzt siehst du mal so. Ich hab einen getötet, du hast einen getötet. Sind wir quitt? Was? Es sind insgesamt drei gestorben? Nein, es sind bisher nur zwei tot. Zwei sind tot. Felice schlechter wie wir sind. Julia lebt noch, Alex lebt noch und Brad lebt noch. Brad. Sind drei. Und es ist Tag. Das finde ich jetzt unfair, dass wir jetzt schlechter gemacht werden. Und es ist Tag. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich weiß noch nicht. Noch ist keine Rettung in Sicht. Aber es ist Tag. Ja, aber das Gift noch nicht. Aber der eine gehört ja nicht dazu. Der gehört ja nicht zu uns. Der andere ist ja der Böse gewesen. Es geht ja um die, die wir spielen. Und das waren zwei, die gestorben sind. Okay. Na, wenigstens das Traumpärchen ist noch da. Ja, stimmt. Meine drei Favoritencharaktere leben wenigstens noch. Wobei, nee, Phyllis ist tot. Ja, gut, aber die waren mir ein bisschen zu schnippisch. Bitte was? Ich hätte lieber die andere hier geopfert. Ja, aber das ist doch logisch. Die arrogante Schnippe. Das war doch logisch, ich habe doch gegen den einen gekämpft. Ist doch logisch, dass der nicht dazu gehört. Also, für mich ist es logisch. Ich glaube, wir haben es geschafft, glaube ich. Wir haben es geschafft. Stunden. Wir haben es durch. Wahrscheinlich. Wenn jetzt nicht noch irgendwas kommt. Er war ein Arschloch. Ja. Conny meint es gut. Egal, welchen Quatsch er gemacht hat. Er meint es immer gut. Er ist halt ein Scherzkeks. Will andere immer zum Lachen bringen. Ey. Sieh mal.
Frag mich, was sie ihr aufs Bein geklebt haben. Panzertape, das ist immer noch dran. Ja, das hab ich auch grad gedacht. Aber Mappa, wir haben's durch. Ja, nice. Wollen wir gleich das nächste anfangen? Spinnst du? Hast du sie noch alle? Oh, nein, der hat aber ein schönes Lächeln. Er hat so schön gelächelt in meine Bauchnabel. Oh, die hat ein schiefes Lächeln. Oh, Phyllis. Die hab ich gekillt. Die hab ich auf dem Gewissen. Das da freut sich auch noch drüber, wa? Ja, irgendwie schon. Oh mein Gott, wir haben es durch. Siehst du, so viel hättest du gar nicht mehr gehabt damals. Naja, doch. Mit deinem und mit meinem zusammen. Ach ja, doch. Das. Ich war ja noch nicht mal bei der Hälfte. Bei der Hälfte von uns beidem zusammen, da ja. Knapp 5 Stunden haben wir jetzt bloß gebraucht. Das war's. Ja. Game over. Kommt noch was. Fertig. Zumindest für heute. Sie könnten es erneut versuchen. Vielleicht klappt es ja besser beim nächsten Mal. Hey, spielen wir es noch ein zweites Mal? Kein schlechter Versuch. Dass alle überleben? Manche leben, manche sterben. Alles ihre Schuld. Aber nicht heute. Erst spielen wir die Reihe durch. Okay. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik. Gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Das Ziel des Spiels, es durchzuspielen. Manchmal haben diese Entscheidungen dass alle überleben. Nein, eigentlich. Einfach nur die Story durchzuspielen. Aber dass man da sicher vom Schiff kommt. Es gibt immer Konsequenzen. Dass mindestens einer überlebt. Ja, also ja, wie gesagt, dass mindestens einer überlebt. Gut wären, wenn alle überleben. Scheiße, wenn alle sterben. Dann ist das Spiel gescheitert. Dann ist das Spiel gescheitert. Es sei denn, man blickt drauf an. Vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Oh ja, wie ist das ist. Am besten von dem ganzen Spiel war sowieso der Soundtrack am Anfang. Ja, aber es kommt noch ein geiles Lied am Ende. Ich finde das nämlich auch gerade cool. This that I can't see with ice cold hands taking hold of me. Well, I am deaf, none can excel. I open the door to heaven or hell. Everybody's looking, trying to find a way out. See them seeing every day what this world's all about. You're realizing that it's hard, you're trying to pick the right path. There's poor people, poor streets inside the neighborhood mass. Bearing scars of the past, they keep trying to escape. Destiny within their eyes. These are the das war keine Absicht. Das waren alles Versehen. Komm, der letzte Tod war Absicht. Nein. Death. Oh, Dad. Ich verbiete mir diese Unterstellung. Ich hab's durch. Wir haben's durch. Ich hab's durch. Ich freue mich halt einfach gerade so. Aber ihr hattet Spaß dann, ja. Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Mehr als alleine. Also ganz ehrlich, sowas spiele ich nur mit Mappa jetzt. Das steht fest. Sowas spiele ich nur noch mit Mappa. Das macht mir jetzt Fun. Okay. Das ist immer ein Heavy Rain Ding, wo mir ganz am Ende ein Schlagsturm ist. Das hätte ich beim ersten Play den perfekten Run gehabt. Das geht mir bei... Das andere Spiel? Wie hieß das andere Spiel, was wohin vorgeschlagen wurde, was auch von den Entwicklern ist? The Quarry? Ich kann's dir gleich schicken oder halt auf Steam einmal zeigen. Sobald die Dings durch sind. Ich müsste es, meine ich, noch offen haben. Aber ich fand's echt mega. Also, was heißt mega? Ich hab mich eingeschissen vor Angst, aber... Ich sag mal so, zu zweit... Die Zweier-Szenen, wo wir halt zusammen durchgegangen sind, die waren halt einfach easy irgendwie, weil, ne? Also die einzelnen Dinger, das war schon... Hui. Aber ich dachte, am Ende kommt mehr. Ich dachte echt, am Ende kommt mehr, außer halt, dass sich herausstellt, dass das halt nur Halluzinationen sind.
Ja, aber die Jumpscares zwischendurch waren schon ja, heavy teilweise. Ja, die waren schon heftig. Vor allem, wir haben uns oft genug gegenseitig angequiekt. Ja, war lustig. Aber ich hab mehr gequiekt. Mehr und lauter, glaube ich. Aber wir haben es bis 1 Uhr geschafft. Ich hätte jetzt auch noch rangehängt, nur um das fertig zu kriegen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil mich jetzt auch interessiert hat, das getriggert hat, wie das ausgeht. Ja. Ja. Weil wir schon so weit waren. Beim nächsten Teil Quick Counter einbauen. Okay. Kriege ich irgendwie hin. Ja, beim nächsten Mal vielleicht auch ein. Ah, wie heißt das? Ein Kill Counter. Nein, wir haben doch hier diesen Hype Comment. Ja. Für den Link. Achso, ja. Ja, ja. Dann braucht das immer keiner so extra reinmachen, dann kann man einfach. Ja, dann muss so halt einer vorher das Ding fertig machen. Und das war's. Den Comment oder was? Den Link. Weil der Link ist ja nicht von Anfang an da, ne? Den Link muss ja erst einer erstellen. Das ist ja kein dauerhafter, oder? Das ist ein dauerhafter Link. Ach so. Weil ich kann ihn ja nicht vorher reinpacken, wenn es noch keinen Link gibt, wenn ich den immer wieder erneuern muss. Ja, geht das denn schnell? Ich weiß nicht. Ich arbeite mit sowas nicht. Weil sonst hätte ich gesagt, Kitty macht das denn fertig? Ne, brauch nur den Link. Das Ding hat also von alleine ein SOS gesendet. Den Link und... Ein echtes Geisterschiff. Ich brauch nur den Link. Und du baust das dann fix Anfang des Streams in so ein Dings ein. Jo. Oh, das geht ja noch weiter. Das geht noch weiter. Die nächsten Opfer. Oh. Was zur Hölle ist das? Lieber nicht nach. Geh nach Hause. Nett. Der lebt ja noch. Ja. Ich sag doch, der ist aufgestanden. Ah, das ist der zweite. Ah. Little Hope. Mhm. Oh, das Lied ist so geil. Das wird mich so ficken, das Spiel. Das wird mich so ficken, das Spiel. Den Stream, den ich dazu gesehen habe, ist auch schon so ewig her. Aber ich glaube, so extrem, wie sie es ihm dargestellt haben, war das gar nicht. Aber die versuchen das ja sowieso so, ne? Das Spiel wird mich trotzdem mehr ficken als das jetzige. Definitiv. Ach, wir schaffen das schon. Wir haben es jetzt auch geschafft. Oh. So, und damit beende ich meinen ersten Stream. Juhu! Klick! So, ich habe gehört, wir spielen es doch mal. Was? Wer sagt das? Nein, alles gut. No way. Nicht jetzt. No way. Hallo. And welcome to my repository. I am the curator of stories. Stories of love, hate, greed, and beauty. Life and death. It's all about decisions, isn't it? Decisions made in a hurry, in a panic, made with the heart instead of the head, or vice versa. And we have to live with those decisions or die by them. Boom. There are worse ways to go. Unfortunate,
death. It is the tax one pays for having lived, and it comes, eventually, to everybody. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken, or whatever mess you